Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon über Binomialverteilung und Formel von Bernoulli gesprochen habt. Ich lese erstmal so aus, das Ganze, dass man mit einem Baumdiagramm rangeht. Spätestens wenn ihr dann Binomialverteilung einführt, wird es vielleicht ein bisschen entspannter. Es gilt grundsätzlich, 10% fallen durch eine Prüfung durch. Das soll jetzt nur ein Trennstrich sein, dass jetzt 5 Personen befragt werden, haben sie bestanden oder nicht. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit hat genau eine Person bestanden? Oder besteht genau eine Person die Prüfung von insgesamt 5? Und Aufgabe B, mit welcher Wahrscheinlichkeit hat oder besteht die erste und die dritte Person oder bestehen die erste und die dritte Person und der Rest fällt durch? Und wenn man den Baum anreißt, bestehen, nicht bestehen, es gibt ja nur die beiden Möglichkeiten, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Ich zeichne den Ganzen nicht an. Das ist eben hinterher die Kunst, dass wenn ich mehr als n gleich 3, bis 3 könnte man einen Baum noch übersichtlich zeichnen, frage, dann braucht man gewisse Hilfsmittel wie die Binomialverteilung. Jetzt reise ich es nur an und genau eine Person bestehen wäre ja zum Beispiel der Pfad bestehen, nicht bestehen, nicht bestehen, nicht bestehen, nicht bestehen. Deshalb ja. 0, für bestehen 0,9 mal 0,4, 0,1 mal 0,1 mal 0,1 mal 0,1 kann ich kürzer schreiben als 0,1 hoch 4. Nun steckt aber genau eine Person besteht von 5 auch in dem Pfad nicht bestehen, bestehen, nicht bestehen, nicht bestehen, nicht bestehen. Auch hier von 5 genau eine bestanden. Es steht ja nirgendwo explizit nur die erste, nur die dritte oder was auch immer, sondern genau eine von 5. Und deshalb braucht man den Binomialkoeffizienten n über k, der entsprechend diese Pfade dann noch abzählt. Wir haben insgesamt 5 und genau eine 5 über 1. Und so ergibt sich hinterher die Formel von Bernoulli. N über k mal die Grundwahrscheinlichkeit für bestehen hoch. Ich könnte hier jetzt auch eine 1 schreiben, das muss man nicht, weil 0,9 hoch 1 ist ja 0,9. Mal 0,1 Gegenwahrscheinlichkeit hoch das, was noch übrig bleibt. Das sollte jetzt nur die Erläuterung sein, genau eine Person besteht. Hätte ich jetzt geschrieben, nur die erste Person besteht, dann wüsste ich ja, nur die erste besteht, der Rest aufgrund von nur die erste besteht, besteht nicht. Dann hätte ich nur 0,9 bestehen mal 0,1 hoch 4 geschrieben. Und das habe ich auch in einem Video nochmal ein bisschen ausführlicher, wenn da nicht nur die erste stehen würde, weil aus nur schließe ich, dass der Rest nicht besteht. Wenn da steht, die erste Person besteht, dann hätte ich nur 0,9. Erste und dritte besteht, Rest fällt durch. Ich weiß, erste besteht, dritte besteht, der Rest fällt durch, also zweite fällt durch, dritte besteht, fällt durch, fällt durch. Das kann man hier jetzt so deutlich machen, ist 0,9 mal 0,1 mal 0,9 mal 0,1 mal 0,1. Könnt ihr euch so aufschreiben, auch abgekürzt. Und ich hoffe, in dem Video wurde es so ein bisschen deutlich, wo da so die Unterschiede sind. Ich habe noch ein Video, ich gucke mal, ob ich das verlinke noch darunter, wo es auch noch um den Unterschied ein bisschen ausführlicher geht. Nur die erste oder nur die ersten beiden, die ersten beiden. Und wenn ihr euch da so ein bisschen nochmal den Baum aufzeichnet, natürlich nicht, wenn da n gleich 100 steht, sondern nur bis dahin, dann kriegt ihr da eigentlich ein gutes Gefühl für.